So, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin jetzt nahe Singen von dem Camp losgefahren, 100 Kilometer. Jetzt bin ich nahe Singen und jetzt geht's dann ab in die Schweiz und dann nach Italien und dann nach Tunesien, wobei ich noch einen Zwischenstopp mache in der Toskana. Ja, und jetzt gucken wir mal, was mich erwartet am Zoll von der Schweiz. Ein paar Regeln haben da, glaube ich, geändert. Ja, mal schauen. Ich fahre da einfach mal hin und dann sehe ich, was mich da erwartet. Ob die Schweizer den Schweizer reinlassen oder ob sie denken, ich sei eine Gefahr für die Nation. Okay. Ja, gestern hatte ich mir noch einen Magen-Darm-Grippe geholt. Ich hatte Durchfall den ganzen Tag, immer mal wieder. Und dann abends sogar vermutlich ein bisschen Temperatur. Ich habe dann Artemisia Anua, heißt das. Artemisia Anua habe ich immer genügend dabei genommen und heute geht es mir bereits wieder besser. Es ist, glaube ich, schon durch. Ich fühle mich wieder wohl. Und jetzt kann ich da ja, schön entspannt fahren. Ja, noch was, ich habe über Nacht geheizt mit der Klimaanlage, ich habe 20 Grad eingestellt und das hat im Ganzen mit dem Kühlschrank und den anderen Verbraucher hat das nur 50 Amperestunden bei 24 Volt gekostet, also wirklich sehr wenig, ja, damit ich nicht kalt habe, weil ich normalerweise lasse ich die Heizung nicht laufen in der Nacht. Also bald bin ich da in der Schweiz. Der Tank, der ist mehr als die Hälfte leer, aber ich sollte damit bis nach Tunesien kommen. Ich muss ja da nach oberhalb von Rom, gehe ich auf die Fähre und das sollte eigentlich reichen und dann tanke ich da für satte 50 Cent. So, da kommt der Zoll, die LKWs stehen da schon. Ein bisschen. Oh, da wäre noch ein Lidl gewesen. Scheiße, verpasst. Ja, die stehen immer noch da, die LKWs. Jetzt kommt er dann gleich der Zoll. So, jetzt sind wir da. Morgen. Guten Morgen. Sehen wir? Nein, ich lebe bei Ihnen. Jetzt fahre ich. Ganz ja, jetzt fahre ich in Italien. Auf Tunesien. Ja, danke. Danke, alles Gute. Adieu. Also, ihr habt es gehört. Ich bin durch. Ganz einfach, unkompliziert. Man muss einfach nicht zu viel lesen. Ja, jetzt bin ich im schönen Schweizer Ländli. Jetzt muss ich schauen, dass ich Zürich passiere, weil jetzt ist die ideale Zeit, es ist morgens knapp um 10, bevor dann da wieder Stau ist. Zürich ist immer so ein Knotenpunkt und dann mache ich dann mal eine Pause. So, ich mache kurz eine Pause am Büssisee, das ist in Zürich, Katzensee. Da ist die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, ich muss was essen. So, da stehe ich nun auf der Autobahn. Die Angie erkundet die Gegend. So, jetzt bin ich schon bei Waldstättersee. Schweiz, es sieht schweizmäßig aus. Schweizmäßig. Herrlich. Ja, hier bin ich schon lange nicht mehr durchgefahren, das ist ein paar Jahre her. Ich fahre ja immer über den San Bernardino, aber wunderschön die Strecke. Hier alle Pässe, sind alle offen. So, das Nadelöhr Vierwaldstättersee ist passiert und ich mache jetzt da eine Pause und ich hoffe, ich komme zu diesem Fluss, der da rechts ist.
So, wir sind da am Bergsee. Oh, schaut euch das an, du. Was ist denn das, diese Höhlen? Eine Mauer davor. Ach, ist das schön. Da ist eine Hängebrücke, da kann man rüber. Ja, dann gehen wir doch gleich mal über diese Riesbogenbrücke. Riesbogenbrücke. Brücke heisst Brücke, Schweizerdeutsch. Komm in die. Die Engine kneift wieder. Sie läuft hinter mir. Ah, schön. Ne? Ja, ist sie. Ja, dann gehen wir gleich noch etwas wandern. Wenigstens ein wenig, während ich was esse. Ja, Wahnsinn. Da geht der Wanderweg sogar da hinein. Mit Lichtschalter. Und tatsächlich, es hat Licht. Ja, wunderbar. Ja, jetzt weiß man auch, warum diese Löcher da sind, die wir gesehen haben von der anderen Seite. Hier. Es ist alles klar. Die haben da den Wanderweg durch den Felsen gemacht. Wahnsinn. So alt ist er. So, nochmal ein Ausguck. Also das lohnt sich wirklich hier mal kurz anzuhalten. Das schöne Panorama. So, wir gehen noch ein Stück weiter. Hier ist es wohl zu Ende. So, wir gehen jetzt wieder zurück, diesmal ohne Lichtschalter. Ich denke, das reicht die Beleuchtung. Aber 1959 gebaut, um eine Verbindung vom einen Dorf zum anderen zu erhalten. Früher ging der Weg irgendwie unten oder oben durch und wurde immer weggeschwemmt. Die zwei sind schon stark klar, die warten immer. Auf mich. Ah, sind sie. Was? Sie hat Angst. Ja, ja. Das ist halt das Alter. So, die Nacht schon verbracht, und zwar auf dem Monte Ceneri habe ich irgendwo ein kleines Plätzchen gefunden für mich. Und gestern bin ich noch spazieren gegangen, da habe ich noch Maroni gefunden, die hole ich mir jetzt. Und zwar hier, Maroni. Leider die meisten verdrückt, aber am Rand wird es eine Menge haben. So sehen die aus. Wunderbar, tipptopp. Ja, das Geile ist, es kommen immer wieder Windböen. Sogar die Engie ist es. Sehr gut. Und nachher regnet es Maronen. Ich habe jetzt so viel, oder Maroni, ich habe so viel jetzt eingesammelt. Ja, die Nahrung liegt auf der Straße.
Wie heißt es so schön, in der Not ist der Mensch erfinderisch. Ich habe mir gestern einen Kaffeehalter selber gebaut, bin schnell ins Bauhaus, habe ein Flacheisen gekauft, das schön gebogen, angeklebt und eine PET-Flasche, und zwar eine dickere von Coca-Cola und Handyhalter, einfach ein Magnet dahin geklemmt und hinter dem Handy noch eine Unterlagscheibe. Und jetzt kann ich das Handy dahin machen. So, die Wölfe haben auch schon Platz genommen, beide. Dann kann es losgehen. Ja, das ist jetzt aber lustig. Jetzt sagt, ich soll abbiegen via Corona. Also, hier wurde das Corona erfunden. Offenbar. He? Also, den Namen gibt es schon länger und den Virus eigentlich auch. He? So, das ist das Tessin. Ein bisschen Berge und viel, viel Wald, Dschungel. Und die wärmste Gegend in der Schweiz, weil es im Süden liegt, hinter den Alpen. Ein Riesenbahnhof. So, jetzt geht's dann nach Italien über die Grenze. Noch 3 Kilometer oder so. Das nenne ich mal Lärmschutz. Also ich nehme hier immer die Busspur, weil die geht geradeaus. So, da ist der Zoll. Ich nehme immer die Busspur, wie immer. Und ich bin schon drüber. Die stehen da immer, aber da wurde ich noch nie kontrolliert. Das ist doch denen egal. Ja, willkommen im Land der schlechten Straßen. Kaum bin ich über die Grenze, geht's los mit Rissen in den Straßen. Und ja, es ist irgendwo amüsant. Ja, man sieht es auch am Tunnel an. Das ist ein großer Unterschied gegenüber der Schweiz, wo fast alles perfekt ist. Das Land ist pleite und das schon lange. Ja, wirklich miese Straße. Man bedenkt, das ist sogar eine Bezahlautobahn. Man bezahlt hier, sie sind da zwar am Bauen, aber das sind sie, glaube ich, immer. Jetzt bezahle ich dann das erste Mal, glaube ich, was war das, 2,30 oder so, oder 3 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Ja, und die da, die kommen alle in die Schweiz. Großer Stau. Jeden Tag, weiß nicht wie viele Tausend, dass da in die Schweiz zum Arbeiten kommen. Also 2,30 hat es gekostet und hier seht ihr gerade, ich habe Google schnell eingeschaltet, weil Milano ist immer ein bisschen problematisch und es hat tatsächlich einen Riesenstau. Das heißt, ich werde davor anhalten und Pause machen. So, ich bin gerade vor dem Stau die Ausfahrt genommen, rausgefahren, habe noch ein bisschen Video geschnitten, etwas gegessen und jetzt ist der Stau vorbei, es ist 10 Uhr. Jetzt geht es weiter. So, ich bin viel gefahren. Ich bin jetzt auf der anderen Seite am Mittelmeer vor Pisa. Und ich mache jetzt hier einen Halt, und zwar in der Natur, ja, am Meer. Ein bisschen vor Pisa, außerhalb. Den Platz schnell gefunden auf Google, wie immer. Das sieht doch schon mal schön aus. So, Val Pischaft, das ist ein Naturschutzgebiet offenbar. So, da vorne ist das Meer. So, da ist ja schon eine da. He. Ja, perfekt. Hey. Ist ein bisschen nass. So, das ist mein Platz, geil. Und gleich da. Zwei Frauen, die wollen auf die Fähre und die haben mich gleich zum Essen eingeladen. Ist das cool, ich muss nicht kochen. Ach, wie geil ist denn das? Jetzt bin ich schon am Meer. Hey. Wunderbar, da hinten stehe ich. Hier ein bisschen viel Wasser. Wenn ich morgen oder übermorgen abfahre, mal schauen, fahre ich da gleich mal durch. Ja, tief ist es nicht. Aber herrlich. Ja, hier könnte ich Sand fahren, aber ja,
ist, glaube ich, Naturschutzgebiet, das lassen wir mal lieber. Wir wollen es nicht gleich übertreiben. So, seit anderthalb Jahren bin ich wieder mal am Meer. Ist das geil! Einfach herrlich! Sogar die zwei Abgeräute. Jetzt geht's los mit den herrlichen Bildern. Sonnenuntergang. Das Ganze noch näher. Wow. Einfach nur schön. So, neuer Morgen. Ich mache gerade eine Fahrradtour. Ja, durch dieses wunderschöne Naturschutzgebiet. Ich bin jetzt am Meer entlang gefahren. Jetzt komme ich da ja in andere Gegenden. Ist das schön und entspannt. Richtige Ruhe. Jetzt sind wir in einem Lost Place. Alles leer. Also, das war mal Militärmarine, so wie da steht. So, ich habe jetzt den Luftdruck, passe ich jetzt an, weil ich weiß, jetzt kommt eine Nationalstraße und die ist nicht sehr gut. Und jetzt tue ich den Luftdruck ein bisschen runter, damit das nicht so hoppelt. Ja, jetzt kann ich euch zeigen, man hängt hier eben alle vier Schläuche an. Hier mit einem T-Stück, das sind alles Schnellkupplungen, das geht ganz schnell. Hier genau dasselbe, auf der gleichen Seite, hier auch. Und jetzt, ich bin ja hier bei 5 Bar gut, und jetzt stelle ich hier das runter auf 4,5. Also jetzt zieht da mal die Luft raus. Ich habe hier jetzt mal 4,1 und jetzt sollte es da langsam runtergehen. Jetzt merkt das Teil, dass da die Druckluft verschwindet, sendet immer ein Signal, darum blinkt es. So, wenn man Zeit hat, lässt man es einfach stehen, dann hat man einen Druckausgleich, dass am Schluss jedes Rad exakt denselben Druck habt. Ich habe den Haupthahnen zugemacht und dann ist nur noch eine Verbindung von jedem Rad zu jedem Rad. Dann gleicht sich der Druck aus. Jetzt bin ich bei den 4,5. Das Manometer, das da dran ist, das stimmt nicht ganz. Ist aber nicht so schlimm. Das ist ein halbes Bar daneben. So, ich habe neue Leute kennengelernt. Italiener von Norditalien und die kochen jetzt für uns alle zusammen. So läuft das hier in Italien. Wunderschön. Ich meine, der hat ein Restaurant, der ist Koch. Was will man mehr? Also perfekt. Papa, sì, troppa acqua mi è caduta dentro. Ah, too much water inside. Aber das sieht lecker aus. Hier ist die Antipaste, die Vorspeise. Vino gehört auch dazu. Ach, ist das schön. Der Tisch ist gedeckt. Und wir können essen. Ach, ist das herrlich. So, die haben ein veganes Restaurant. Und falls ihr da mal essen wollt, das ist nähe Udine, also in Italien, ganz Norditalien, nähe von Österreich. Und hier habt ihr die Adresse. Der kocht wirklich sensationell und eben sogar vegan. Also geht vorbei. Super Essen gehabt gerade. So, neuer Tag, Toskana, wunderschön. In diesen Pinienwäldern, der Duft, der ist so herrlich, Mann. Der ist einzigartig, glaub da. So, ich lasse euch teilhaben an diesem schönen Ausblick.
Hier die andere Seite, da geht es zum Meer. Und da eben ein bisschen Pinienwald. Ein Traum! Diese Wälder. Und die Vögel pfeifen. So, wir fahren da mitten durch den Pinienwald. Da vorne sehe ich irgendwer. Und richtig mal Natur, wie sie sein soll. Nämlich ein riesen Durcheinander. Ist hier mal eine Granate eingeschlagen. Oh, jetzt habe ich es gerade verpasst. Jetzt sind gerade Rehe durchgerannt vor unseren Augen. Vor den Hunden sogar. Das war Wahnsinn. Die sind natürlich kurz nach, aber ich habe sie sofort zurückgerufen. Brave Hunde, super gemacht. Das waren echt große Teile. Ja, habe ich jetzt nicht auf der Kamera. Ja, also hier gibt es Rehe und auch Wildschweine. Man sieht manchmal die Spuren. Die macht die Graben ja am Boden. Also Tierwelt ist da, super. Und wir fahren langsam wieder zurück. Oh, scheiße, da ist zu. Und da ist zu. Tja, müssen wir einen anderen Weg finden. So, wir haben es geschafft. Gleich daneben hat es einen Pfad gehabt. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück. Das ist mal ein Teil. Amerikanische Verhältnisse. So, hier kommen immer wieder Camper. Ich ziehe jetzt dann weiter. Ich glaube, der Platz ist garantiert im Park for Night. So, ich fahre weiter. Und noch Wasser tanken. Ich habe hier Wasser gefunden. Da geht der Schlauch sogar direkt hin. Jetzt mache ich da halb voll und dann fahre ich weiter runter. So, fahre wieder raus. Nächstes Ziel Richtung Grosseto Principina a Mare. Das ist am Meer. Das war es wieder von mir. Ja, ein bisschen verspätet kommt jetzt das Video. Ich wollte es eigentlich schon früher bereitstellen, hatte aber keine Lust, um zu schneiden. Und jetzt, ja, seht ihr, was so die letzten paar Tage, wobei, das ist jetzt auch schon wieder 4-5 Tage her, seit dem letzten Schnitt. Ja, das kommt dann aber nochmal eins, bevor es dann auf die Fähre geht. Ja, wir hören wieder. Danke, wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.